Das ist Andy. Andy macht für sein Leben gern Musik. Das macht er furchtbar gern und mit Cakewalk hat er auch sehr viel Spaß dran. Während aber nicht immer die gleichen lästigen Arbeiten, die vom Kreativsein abhalten. Allein schon beim Finden der richtigen Akkorde. Selbst wenn man weiß, welche Akkorde zum Beispiel in C-Dur vorkommen, das frisst halt einfach eine Menge Zeit, sowas dann manuell aufzubauen. Feintuning am Solo, damit es nicht nach Roboter klingt. Total öde. Neuerdings aber hat Andy Cakewalk Kerl für sich entdeckt und mit nur wenigen Klicks geht das wie von alleine. Cakewalk Application Language, kurz Kerl, basiert auf einer der ältesten Programmiersprachen namens Lisp und nimmt dir den ganzen lästigen Scheiß ab. Ist aber auch richtig kompliziert. Und für Andy, der auf seinen C64 mit Basic gerade mal sowas hinbekommen hat, ist das trotzdem kein Thema. Man muss kein Programmiergott sein. Cakewalk bietet nämlich eine Vielzahl von fertigen Skripten, die dir dabei helfen, bestimmte Aufgaben zu automatisieren. Und da reden wir nicht nur von so einfachen Sachen wie der Humanize-Funktion. Auch bei so einem Clip können wir den kompletten Rhythmus rausdoktern. Und das sind nur drei der vielen ausgefuchsten Möglichkeiten. Und obwohl sie sehr spezifisch sind, erfüllen sie doch genau den Zweck, für den sie entwickelt wurden. Bis zum Schluss dranbleiben, denn bestimmt ist auch das richtige Kerl-Script für dich dabei. Ja, hodi, hallo! So, los geht's mit anything.kerl. Damit könnt ihr CC-Daten ausdünnen. CC, Continuous Controllers ausgesprochen, sind MIDI-Steuerdaten, die ihr an euer MIDI-Gerät oder VST-Instrument senden könnt. Einer der Klassiker, das sogenannte Mod Wheel, ist das Radl hier an eurem Keyboard und sendet seine Daten an den CC1-Controller. Diese Daten bei Controller 1 möchte ich jetzt mal optimieren. Dazu markiere ich mir den Clip, gehe auf Kerl-Programm ausführen und doppelklicke any_fin.kerl. Als Controller-Nummer die 1, also unser Mod Wheel, dann klicken wir weiter. Minimum Change, wie es der Name schon sagt, braucht hier einen Wert, um den es sich vom vorigen Wert mindestens unterscheiden muss, damit es bleibt. Wird dieser Wert unterschritten, wird der Eintrag gelöscht und mit dem nächsten verglichen und so weiter. Möchtet ihr jedoch stur jeden x-ten Wert löschen, nutzt FinControllerData. Hier löschen wir nun jeden vierten Wert, außer die Werte 0, 64 und 127. Diese bleiben immer erhalten. Da es jetzt aber mehr Werte als nur CC in der MIDI-Welt gibt, sorgt FinChannel Aftertouch für das Ausdünnen von Aftertouch-Events und wollt ihr eure Pitch-Wheel-Events entschlacken, tut ihr dies mit FinPitchWheel. n_ntrol_kerl, dieses Kerl manipuliert ebenfalls CC-Daten. Hier kann ich diese Werte erhöhen, vermindern, Höchst- und Niedrigwert einschränken oder prozentual nach oben oder unten skalieren. Haben eure Anschlagswerte eine zu hohe Dynamik, dann probiert doch mal den hier aus. c-mp.kerl. Im Endeffekt wie ein Kompressor für die Anschlagstärke einer MIDI-Note. Im ersten Schritt geben wir die Kompressionsrate an. Dabei müssen wir die immer mal 10 nehmen. 20 sind also hier eine Kompressionsrate von 2 zu 1. Hier setzt sich die maximale Anschlagstärke fest, die erreicht werden soll. Standardmäßig sind das 127 und das ist bei MIDI auch gleichzeitig unser Maximum. Wollt ihr aber nur so stark anschlagen wie die lauteste Note im Originalclip, dann lasst erstmal HighVal.kerl laufen, um euch diesen Wert anzeigen zu lassen. Und schließlich, wie viel wir nach der Kompression jeden Wert zusätzlich wieder hinzufügen sollen. Die Rhythm.kerl ist total crazy. Damit entfernt ihr einfach gesagt die komplette Rhythmik eines Clips. Alle Noten sind danach gleich lang und haben den gleichen Abstand. Wie lang diese sind, gebt ihr hier in sogenannten Ticks pro Viertelnote an, auch genannt Pulse per Quarter Note. Per Standard arbeitet Cakewalk mit 960 Ticks pro Viertelnote. Will ich also alles in Achtelnoten, gebe ich hier 480 an. Hervorragendes Ausgangsmaterial, um einen völlig neuen Rhythmus zu erschaffen. Na, wer kann das von euch brauchen?
Niemand? Dann versuchen wir es doch mit dem hier. Doppelpunkt Kerl. Das doppelt euren MIDI-Clip, indem es dasselbe oktaviert, kopiert und einfügt. Ich habe jetzt hier diese MIDI-Noten, die eine schöne Tonleiter raufspielen. Mein Problem dabei, die Noten werden nur kurz angespielt. Die sollen aber so lange gehalten werden, bis auch die letzte Note aufgehört hat zu spielen. Anstatt die jetzt alle einzeln in die Länge zu ziehen, markieren wir alle Noten und führen erstmal Endtime 1 aus. Hier geben wir erstmal an, welchen Bereich das Script analysieren soll. In unserem Fall von 2 bis 5. Als Endergebnis kommt jetzt dieser Wert. Dies beschreibt das Ende der letzten Note, also den Punkt, an dem alle markierten Noten aufhören sollen. Den Wert müssen wir uns aber auch nicht merken, der ist jetzt als Variable zwischengespeichert. Führen wir im Anschluss nun Endtime 2 aus, macht es Puff und alle Noten hören jetzt erst am Ende der allerletzten Note auf. Ha, das war doch bis jetzt schon ganz schön nice, sag ich mal. Und jetzt lernen wir, wie wir uns Harmonielehre sparen. Wollt ihr aus jeder Einzelnote einen Dominant-Septim-Akkord machen, also aus der Note C einen C7-Akkord? Dann markiert entsprechende Note oder Noten und führt Dominant-7th-Chord.kerl aus. Haben wir aber nicht nur für ein C7. Major Chord macht uns einen einfachen Dur-Dreiklang. C wird damit um E und G ergänzt. Mit Minor 7th Chord wird daraus ein C-Moll-7, also C, S, G und B-Flat. Und Minor Chord macht einen Moll-Dreiklang, in diesem Fall C, S und G. Diese Skripte haben aber ein kleines Problem. So ein Song hat ja nicht nur Dur- und oder Moll-Akkorde. Will ich eine Nummer in, sagen wir mal, C-Dur, muss ich wissen, welche das sind. Welche davon Dur, Moll oder sogar verminderte Akkorde sind. Ich habe hier mal alle Grundtöne in C-Dur eingetragen und will die jetzt zu Akkorden erweitern. Hält furchtbar auf und ist mir spätestens bei Cis-Dur viel zu anstrengend. Mit Harmonies.kel habe ich das Problem einfach nicht mehr. Erst sagen wir dem Script, wie oft soll ein Akkord pro Takt gespielt werden. In diesem Fall zweimal und zwar auf der 1 und 3. Jetzt sagen wir Cakewalk, in welcher Tonart wir es wollen, in unserem Fall C, tippen die dazugehörige Zahl ein und jetzt werden aus nur Grundtönen die Akkordfolge C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H vermindert und wieder C. Faszinierend. Kommen wir nun zu den Skripten, die eure Melodien aufpeppen, besonders wenn ihr diese manuell eingegeben habt, so wie es ich mit der Maus immer mache. Die Noten hier sind exakt auf dem Takt und das sieht zwar optisch total toll aus, kann aber beim Anhören sehr schnell roboterhaft wirken. Um mehr Mensch in diese Performance zu bringen, würde ich jetzt einzelne Noten im ersten Schritt zufällig etwas nach vorne und hinten verschieben. Quasi so ganz kleine Timing-Schwächen, die mehr unserer Natur beim Einspielen entsprechen. Doch das dauert, bis ihr damit durch seid. Lieber markieren wir wieder unsere Noten und lassen das Programm Humanize.kerl laufen. Um bis zu wie viel Prozent vom Original abgewichen werden soll, geben wir hier an. Und somit werden nicht nur kleine Ungenauigkeiten beim Timing hinzugefügt, damit es ein bisschen mehr menschelt, es ändert sich auch zufallsbasiert Notenlängen und Anschlagstärke. Wollt ihr nur die Notenposition verändern, nutzt Random Time. Hier müsst ihr den Versatz aber in Ticks angeben, wie vorher bei Endtime. Das Script Very Well braucht ihr, wenn ihr nur die Anschlagstärke ändern wollt, aber zu dem kommen wir später, weil da gibt es dann doch was viel, viel, viel Besseres. Jetzt habe ich auch sowohl mit Humanize als auch mit Random Time ein Problem, und zwar, wenn die gleiche Note zweimal hintereinander gespielt wird. Hier kann es passieren, dass sich das Ende dieser und der Anfang dieser Note überlappen. Und das, meine Lieben, ist nicht gut. Spiele ich eine Note, erzeugt das in MIDI unter anderem zwei Ergebnisse. Zuerst den Start dieser Note, gefolgt vom Ende der Note. Überlappen zwei unterschiedliche Noten, ist das kein Problem. Sind es aber zwei gleiche, werden die Events in dieser Reihenfolge gesendet. Den Start dieser Note,
Wieder Start der Note, gleich darauf Ende der Note und nochmal ein Ende der Note. Das Ende vom Lied ist meist, dass die Note hier erneut angespielt, aber gleich hier sofort wieder losgelassen wird. Aber auch hier gibt's Gott sei Dank ein Skript. Runtime. Runtime. Auch wieder Zufallsänderung im Timing. Dieses Mal aber achtet das Skript auf genau solche Überlappungen und kürzt die vorige Note entsprechend. Klingt euer Solo übrigens zu abgehakt? Dann macht es doch mehr Legato mit Legato.kerl. Damit verlängert Cakewalk sich nahestehende Noten, um diese fließend ineinander übergehen zu lassen. Ganz anders sieht's aber dann mit RandNote.kerl aus. Eure Melodien gefallen euch ja soweit ganz gut, aber immer sind's dann doch irgendwie das Gleiche. Zu sehr ihr selbst? Macht es Sinn? Mit dem Standardwert 6 werden eure Noten zufällig um bis zu 3 Noten nach oben oder unten verschoben. Das kann nicht nur bei Percussions zu abgefahrenen Ergebnissen führen. Das Skript Transfrum ist für mich eine wahre Perle. Das krempelt meinen kompletten MIDI-Clip um und macht eine komplett neue Nummer raus. Input für neue Ideen außerhalb meiner eigenen Befangenheit? Check. Ja, ihr habt mir jetzt nicht extra rumgezogen, sondern ich muss noch mal nachdrehen, weil ich mir immer extra Mühe für euch gebe. Ich möchte ja gescheite Videos machen. Deswegen kommen wir jetzt zu Undupe. Mit diesem Skript entferne ich einfach und schnell Notenduplikate. Vielleicht ist es euch auch schon mal passiert. So irgendwo im Prozess habe ich einen Clip aus Versehen gedoppelt, also beim Verschieben Steuerung gedrückt gehalten. Welcher Grund auch immer. So, und irgendwann früh später fällt es auf, dass alle Noten doppelt drin sind. Und das manuell rauszubügeln ist furchtbar anstrengend. Dafür haben wir aber dann Undupe und das macht es alles von alleine. Hier, wenn gefragt wird, lost es einfach auf Null. Ich habe keine Ahnung, was diese Zahl bedeuten soll. Dann gibt es zum Beispiel mal den Fall, es gibt so MIDI-Files, die haben alles in einem einzigen Track drin stehen und haben sie dann quasi nach Kanal sortiert, aber es sind alles Urbats. Und sowas kann ich auch fixen und zwar mit Split Channel to Tracks. Und siehe da, plötzlich ist der komplette Song in Tracks eingeteilt. Genauso wie es sein soll. Ähnlich funktioniert Split Note to Tracks. Die beste Anwendungsmöglichkeit haben wir hier schon mal in einem Kommentar besprochen. Meistens habe ich so ein Schlagzeug-Track und da sind Kick, Snare, Hi-Hat, alles drin. Jetzt möchte ich aber manchmal diese einzelnen Schlagwerke auch auf einzelne Tracks sortiert haben. Kann ich mir manuell mit Ausschneiden und Einfügen oder ich nehme genau dieses Skript. Mit Strumit kann ich meine Performance in ein Arpeggio umwandeln. Und zwar immer dann, wenn zwei Noten gleichzeitig gespielt werden und dann werden die so zeitlich versetzt abgespielt. Wie schnell, von oben nach unten, von unten nach oben oder immer abwechselnd, könnt ihr dann alles selber einstellen. Und jetzt kommen wir zu jenen Kerls, die wir getrost links liegen lassen können. Versteht mich nicht falsch, die haben schon nützliche Funktionen, aber mit der Cakewalk-Benutzeroberfläche geht das mittlerweile viel geschmeidiger. Kommen wir also damit wieder zurück zu Varivel.kerl. Das variiert zufallsgesteuert eure Anschlagstärke, um das Ganze menschenähnlich etwas unperfekt zu machen. Das Skript hat aber zwei Nachteile. Erstens, wenig Optionen und zweitens, es ist destruktiv. Führe ich das Skript aus, werden all meine Original-Anschlagdaten mit neuen Zufallswerten überschrieben. Jedes Mal dann mit STRGZ zurück und einen neuen Wert ausprobieren ist zeitraubend und eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eigentlich so ein Skript eigentlich bringen soll. Nehmt stattdessen lieber Velocity hier im Reiter MIDI-Plugins. Damit seid ihr wesentlich flexibler und könnt immer wieder schnell neue Werte einstellen, ohne eure Originaldaten zu zerstören. MKKG am Rande, dieses Plugin könnt ihr auf den Clip schieben und nur den damit beeinflussen oder ihr verfrachtet es ins Effekt-Rack. Dazu muss es aber eine MIDI-Spur sein. Das Effekt-Rack in zum Beispiel einer Instrumentenspur gehört nur den Audioeffekten.
Das kann aber ganz einfach gefixt werden. Neue MIDI-Spur erstellen, als Ausgang mein Instrument und die Clips auf die MIDI-Spur verschieben. Jetzt geht der MIDI-Effekt für die ganze Spur. Mach Drum.Cal! Mach genau das, was es schreit, eine neue MIDI-Schlagzeugsequenz. Bereits seit 1992 bei Cakewalk mit dabei und war damals furchtbar praktisch, als man noch nicht tausende von Vorlagen in seinen Schlagzeug-VSTi hatte. Damals hat es ja nicht einmal VSTi gegeben. Die Schnittstelle wurde erst 96, also 4 Jahre später eingeführt. Ja, und gerade mal 30 Jahre später macht ihr das mit dem heutigen Schlagzeug-Plugins viel schneller. Wollt ihr eure MIDI-Noten im Anschlag nach oben oder unten skalieren, wäre ja Scale Velocity das perfekte Tool dafür, wenn das nicht in der Pianorolle viel geschmeidiger vonstatten gehen würde. Swing 8 und Swing 16 bringen dir den nötigen Swing in deine MIDI-Performance, geht aber auch wesentlich nicht destruktiver und dynamischer und flexibler mit dem Plugin Quantize. Genauso geht's uns mit Crescent.Cal. Damit mache ich mir ein Crescendo, also einen Werteanstieg in der Anschlagstärke über gewisse Zeit. Mit dem Transformationstool im unteren Bereich der Pianorolle geht das aber genauso, wenn nicht wesentlich flexibler. Das geht übrigens nicht nur mit der Anschlagstärke, sondern mit fast allen anderen MIDI-Daten. Dazu drehe ich übrigens gerade ein Video und den Link dazu findet ihr dann hier, sobald es online ist. Jetzt sind wir mit dem Ordner Cal Scripts durch, aber noch lange nicht mit dem ganzen Scripting fertig. Im Internet gibt es eine ganz viele tolle große Auswahl von Cals, die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Eine wesentlich geilere Humanize-Version für Lau gibt's im englischsprachigen Cakewalk-Forum vom User Rogerio Deck. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, bei der ihr noch mehr Feintuning machen könnt. Einfach runterladen und in Cakewalk ausführen. Und heute überlassen wir YouTube, wohin deine Cakewalk-Reise als nächstes geht. Es ist so schön, dass ihr wieder dabei seid und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus.